Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ja, in der letzten Folge waren wir in Radiant Garden unterwegs und haben neue Freunde kennengelernt und ja, Aqua, die sich Sorgen um Ventus macht und Ventus, der einfach nicht aufgeben will und Angst hat, dass Terra sich verändert und auf der Suche nach ihm ist und ihm die ganze Zeit hinterherreist. Heute führt uns unsere Suche also in die Disney-Stadt, nach Disney Town, wie es so schön heißt, auf Englisch. Und da werden wir jetzt mal nach Terra suchen gehen. Ta-da! We're in the mask of peace and hope. Comes the fearless defender and hero of this town. It is me, Captain Giastet. Young fellow, do my hero senses detect that you got troubles? Just say the word and Captain Justice will make all your problems disappear. Who, me? Meow? I'm just trying to make some friends. Never mind. Forget it. Don't be intimidated by my magnificence. Go on and spit it out, then remember to vote Captain J. Vote? Forget that. How can I help? That's the only reason I'm here. I know. Tell me about your town. Everything's so festive. Is it always like this? Huh? That's it? Nothing else? Well, the festivities are on account of the Dream Festival, which is why I made sure there's carnival stuff all over town. Really? Like what? Oh, you gotta see it for yourself. Wouldn't be much of a dream if I just told you. Right. Thanks. And kid, don't you go forgetting. Captain Justice is the one who solved all your problems. That would be Justice with a J. Sure. I got it, Captain Justice. Ah, Furry, this stinks. Now we can't open the ice cream shop. Trouble? Rescue is on the way! A festival, huh? Well, maybe I can make some new friends. Disney Town! Lass mich mal hier ein bisschen umgucken. Bevor wir uns da zugesehen. Zip. Ein bisschen sammeln, ein bisschen sammeln. Da ist ein Speicherpunkt. Da ist ein Mogri-Shop. Dankeschön. Gar keine Gegner. Doch. Yeah!
Stufe 2. Jawohl. Okay. Das ist klasse. Schnell, 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 schnell. Der Gegner, danke. Ich möchte sehen, was du hier drauf hast. Boah, noch schneller. Au. Jetzt. Boah, was? Ist ja gefährlich. Für die Gegner. Okay. Achso, war da eine Kiste? Ne. Gar nicht, dass wir Donnerschlag haben. Ich überlege sowas immer. Gut, dann können wir das jetzt wechseln. Sehr schön. Da.
So, Freunde, wo gehen wir denn jetzt hin? Zip. Zip. Megatrank. Schade. Komm runter, komm runter, komm runter. Wir wollen weiter. Das war knapp. Das war knapp. Chaos-Kristall. Chaos, Chaos. Der Chaos-Kristall Headballer. Ein Mickey-Sticker. Wieso kann er das nicht? Wieso haben wir keine Schallgrätsche? Das verstehe ich nicht. Ah. Und nochmal. Die Hand geht doch immer weg, wenn wir gerade kommen. Das ist irgendwie ein bisschen schlechtes Timing. So. Jetzt aber. Dankeschön. Boah, das war wieder so knapp. Dann mal hier hoch und... Pinball spielen! Ja. Ja, danke. Au. Weiter hoch. Au, 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 au. Ja, genau da lang. Perfekt. Ja. Ist das viel schwerer zu kontrollieren als mit Terra, weil Terra diese Schallgrätsche hat. Das ist viel einfacher. Na, endlich. Au. Ich will doch nur ein Stück weiter nach links. Oh, zumindest nach rechts. Danke. Danke. Und jetzt möchte ich. Ja, genau da lang. Genau, da lang möchte ich auch. Dankeschön.
Was? Au, au. Da gibt's noch was. Au. 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 Lass mich doch bitte einfach dahin, wo ich hin will. Nein! Au. 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 Ach, hier ist noch ein Sticker. Das haben wir mit Terra gar nicht gesehen. Und eine Kiste ist ja auch noch. Ach was. Lupfschakato, jawoll. Hauptsache, hier verstecken sich die guten Items. Dankeschön. Glücksklinge. Jetzt können wir aber auch mal Eis machen, wenn man. Zumindest mit der Reparatur der Eis machen, weil wir haben ja gesagt, dass diese wohl kaputt ist. Ach, jetzt tauchst du mal wieder auf, anstatt hier in die Gegend zu fliegen, ist ja toll. If it ain't the last kid Captain Justice saved. Afraid you'll have to get in line. I'm working on another catastrophe here for these fellas. Huey, Dewey, and Louie, my good friends. Now, I'd hardly call it a catastrophe. Yeah, all we were trying to do was make our own special recipe ice cream. And we had a little trouble. Come on, it's not really that big a deal. I'm 100% positive you're the victims of sabotage. Not even close. Quit making stuff up. It's just the ice cream machine. Uncle Scrooge left it for us, but we can't figure out how it works because it's so complicated. Oh, we're sorry, Queen Minnie. We wanted you to be the first to try our special recipe ice cream. Oh, boys, it was very sweet of you to think of me. We tried. Say no more, leave it to me. One bowl of ice cream coming right up. You're just gonna make a mess. Leave it alone, Pete. That's Captain Justice! Okay, jetzt will er es versuchen, oder wie? Oder hat er schon versucht? Ooh, this machine is busted! It just needs a good pounding! It does not! Hey, do you think I could give it a shot? No, if Captain Justice can't fix it, there ain't nothing you can do, kid. Maybe not, but there's no harm in trying. Yeah, and better you than him. Here you go. These are the directions for the machine. Oh, ja, wir dürfen wieder Eiscreme machen. Juhu. Haben wir ja letztes Mal schon geschafft. Auf geht's. Follow the beat!
einmal daneben, verdammt. Haben wir diesmal geschafft? Ah, weniger. Dadurch, dass wir einmal verkackt haben. Schade. Aber ist doch nicht schlecht. Mmm, how yummy! What a wonderful treat! I don't think I've ever had such delicious ice cream. Thank you. Oh, Ventus. Just Ben is fine. Well, thank you, Ventus. Way to go, Ben! I see. We had to push this thingamajig the other way. Hey, I just got an idea. We could let our customers make up their own favorite flavors of ice cream. Not with that machine. Well, the kid might have got it to work this one time. But junk like that needs to get junked. Don't you dare, no. Pete! Fine, but Captain Justice will return. About Captain Justice, you said his name is Pete? Yeah, he's the biggest troublemaker in town. I bet he's just calling himself Captain Justice because he wants to win the Million Dreams Award. What's the Million Dreams Award? That's one of the Dream Festival events. Everyone votes for who they think is the town's most exemplary citizen. I get it. So that's what he meant by vote. And if you win the award, you get a really cool prize! Oh, it's just a small token, nothing elaborate. The event is supposed to help us appreciate how much we all look out for each other every day. That's the spirit of the award. Well, that sounds nice enough. So dieser wird auch mal gut tun. He just wants to get his grubby hands on the prize! And he knows that nobody's gonna vote for him if he puts his own name on the ballot. But nobody's fooled. Yeah! Wish somebody was looking out for me. Ja, Freunde, das war, ich sag mal, unser freier Tag in der Disney-Stadt, wenn man es so nennen mag. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und in der nächsten Folge gibt es sicherlich wieder mehr Action. Aber so eine Auszeit tut wahrscheinlich auch dem guten Ventus mal gut von all dem Ärger. Danke, wie gesagt, fürs Reinschalten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wiederschauen, reingehauen.